Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zum zweiten Teil unseres Let's Builds für den Tempel. Oder zumindest sowas ähnliches. Denn ich bin mir jetzt tatsächlich, und das werden wir am Ende des Videos sehen, gar nicht mehr sicher, ob es eher ein Tempel oder eher eine Art Kirche ist. Wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Ja, das ist eine Folge hier, die hat mich wieder viel Schweiß gekostet und viel, viel Arbeit gemacht. Ich muss sagen, dieses Ding hier ist nochmal doch um einiges komplexer mittlerweile, als das erste Gebäude war. Aber klar, es ist natürlich auch größer und man möchte natürlich auch einfach irgendwie das, was einem gerade in den Kopf kommt, umsetzen. Und das ist ja bei mir tatsächlich so, dass ich gar nicht so vornherein genau sagen kann, wie das Ding fertig aussehen soll. Ich habe ja nicht das Bild im Kopf, sondern ich mache einfach drauf los. Und das sehen wir jetzt hier gerade. Ich habe erstmal ein bisschen dieses Grundstück drumherum. Ja, einfach, dass es nicht ganz so aussieht wie irgendeine Schwebeburg. Es ist mir noch nicht perfekt gelungen, aber ich sehe das Teil auch so eher als Work in Progress an. Ne? Wir füttern das dann einfach mit ein paar Bäumchen und Sträuchern und gucken uns das mal an und werden da sicherlich nochmal nachglätten. Und auch hier wird es öfter passieren, das werdet ihr merken in dieser Let's Build-Folge, dass ich Dinge anfange und dann vielleicht nochmal wegreiße. Ne? Ich habe sehr, sehr viel rausgeschnitten, weitaus mehr, als ich das in den anderen Folgen gemacht habe. Denn hier habe ich wieder wahnsinnig viel Gameplay. Ich glaube, 5 Stunden waren es aufgezeichnet und ich habe diesmal schon bewusst bei Weitem nur einen Bruchteil von dem aufgezeichnet, was ich tatsächlich auch gebaut und gefarmt habe. Das heißt, da ist der Aufwand wieder sehr, sehr groß. Ne? Ich habe mein Wochenende mir ein bisschen um die Ohren geschlagen. Ich hatte ein freies Wochenende, also das heißt keine Verpflichtung im Sinne von Kind und Co. Und habe die Zeit natürlich eifrig genutzt. Das wird perspektivisch nicht immer so sein. Ne? Also ich habe für mich auch gesagt, entschwaudet, den Tempel mache ich jetzt fertig. Ne, das ziehe ich durch, habe aber noch wahnsinnige Ideen, viele, wie es weitergehen soll. Aber für die, die aufmerksam aufgepasst haben auf meinem Kanal, ne, ich habe jetzt auch Nightingale gestartet und weil ich auch da sehr, sehr interessiert bin. Was daraus wird, weiß ich noch nicht. Ne? Das werden wir einfach beobachten. Ich habe jetzt eine Pause, was den LS angeht. Und ich bin ganz offen. Ich arbeite gerade, was den YouTube-Kanal angeht, nach Gefühl. Und genauso kommen auch letztlich die Videos. Ne? Ich habe Spaß dran, fühle mich momentan ein bisschen befreit, weil ich mich auch auf Dinge konzentrieren kann, wo ich sonst ein bisschen mich mehr, sagen wir mal, selbst vielleicht verpflichtet habe. Das will ich nicht. Ich will einfach sozusagen das machen, was mir Bock macht und ich denke, das macht dann auch am meisten Spaß beim Zuschauen. Und das ist in dem Fall hier gerade einfach sowas. Einfach drauf loslegen. Ne? Und ja, genau. Ihr seht, es geht jetzt langsam in die Höhe. Und wir sind jetzt mit der Treppe nochmal ein kleines Stück hochgegangen. Ich ziehe das Schema eigentlich fort. Ne? Ich habe jetzt hier als Neuerung, haben wir jetzt hier einmal drin, diese ja, Tempel, Sandstein-Tempelplatten. Die ich jetzt immer mal so ein bisschen einlasse. Die haben so eine schöne Fliesenoptik von oben. Und von unten gefällt es mir nicht ganz, aber man guckt nicht so viel von unten. Und ich muss mal gucken, ob man da dann irgendwann nochmal was macht oder ob man das so lässt. Genau, und die Treppe geht natürlich in alle Richtungen und nach oben und einfach irgendwie, ne? Und auch das, klassisch, kennt ihr von mir, ne? Ich bin halt ein Typ, der einfach symmetrisch baut, also mache ich das auch. Ich habe mir das unten drunter ganz kurz mal angeguckt, hat man vielleicht einen Bruchteil gesehen. Und ja, wird halt jetzt irgendwie sozusagen nach oben geschraubt. Ich muss vielleicht gleich mal noch zwischendrin, bevor ich das, weil mir der Gedanke gerade kam, bevor ich das wieder vergesse, nochmal ein bisschen Bezug nehmen auf eure Kommentare, die wirklich überwältigend sind. Also ich muss sagen, ne, ich denke, das geht jedem Menschen so. Klar, also Kritik, man kann Kritik annehmen und Kritik ist super, aber ich... Also es gibt ja gar keine Kritik bis jetzt. Es gibt keinen, der irgendwie gemeckert hat, Mensch, das sieht doch alles kacke aus, was du da machst oder sonstiges. Und ich glaube, das ist auch alles Geschmackssache. Und so viel positives Lob habe ich selten unter meinen Videos. Und da bin ich sehr, sehr viel dankbar, vor allem auch für diese Unmengen an positivem Feedback. Hauptsächlich natürlich auf die Baufolge meiner kleinen Villa. Das ist wirklich Wahnsinn und das bewegt mich natürlich. Ne? Also da bin ich auch offen. Klar, wem würde sowas nicht bewegen? Das macht einen natürlich auch irgendwie froh, stolz und natürlich auch weckt es dann die Lust weiterzumachen an der Stelle. Ne? Denn klar, man macht die YouTube-Videos einerseits natürlich, weil man Spaß dran hat, aber andererseits natürlich auch, weil ich es sehr glücklich darüber bin, wenn ich andere Menschen damit glücklich machen kann. Ne? Wenn ich Leute damit wie euch unterhalten kann, wenn ihr Spaß dran habt zuzugucken etc. Ja,
Genau, und ihr merkt auch gerade, dass ich viel um den heißen Brei labere und gar nicht so sehr hier auf das im Hintergrund Passierende eingehe. Wir werden mal jetzt einen kleinen Switch reinmachen hier und ich werde mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Bisher waren wir ja so, war ja einfach nur nach oben bauen. Jetzt seht ihr hier diesen Bereich und da geht es ein bisschen in die Höhe. Und das habe ich einmal jetzt hier versucht mit Gerüsten. Ne? Und ich baue jetzt hier sozusagen, wie so, ne, ihr kennt es, wie so ein Kirchenfenster. Deswegen sage ich, ich gehe so ein bisschen von dem Tempel weg und wir bauen jetzt quasi diese Säulen, ziehen wir nach oben, aber nach innen. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, dass das eine Art Fenster werden. Und auch das ist eine echt komplizierte Geschichte. Weil wir haben, je nachdem, wie der Abstand der Säulen ist, natürlich einen anderen Aufbau. Und es ist natürlich, wenn man das spiegeln will, macht es das nicht unbedingt leichter. Ich habe auch da wieder nur einen Bruchteil drin. Ne? Manchmal ein bisschen mehr wie hier, einfach um euch das zu vermitteln. Deswegen können wir jetzt auch schön drauf eingehen. Und es geht ganz schön nach oben. Ne? Noch ein Gerüst und noch ein Gerüst oder einfach oben drauf. Ne? Dabei ist das Ding hier gar nicht letztlich so komplex geworden, sondern es ist eigentlich nur, ich glaube, ich habe einmal die lange Säule übereinander geschraubt und habe aber unter der übereinander geschraubten dann immer nochmal zwei Einzelblöcke nach vorn. Ne? Und das Schema habe ich ja durch alle Säulen hier durchgezogen. Und jetzt geht es immer einmal, also hier quasi zwei Blöcke nach vorne und dann einmal nach oben. Und dann schließen wir das oben quasi mit so einem kleinen Stöpsel ab. Ja, das werden wir gleich sehen. Zack, zack, die da hoch und dann einen dazwischen. Und dann habe ich, das sieht man glaube ich hier dann nicht mehr. Genau, ich habe jetzt hier glaube ich irgendwo einen Cut drin. Aber das habe ich dann bei den späteren gemacht. Habe ich dann nochmal eins draufgesetzt und habe dann das mit Bronzeblöcken abgeschlossen. Das hatte irgendjemand mal geschrieben, auch bei dem Haus, bei der Hausfolge, Mensch, mach doch mal noch ein paar Bronzeblöcke rein, die sehen cool aus. Und wir haben ja hier schon eine Umrandung mit den Bronzeblöcken. Und das habe ich dann oben drauf dann nochmal hier gemacht und habe das dann innen nochmal verwendet. Ne, so ein bisschen sparsam, aber immer mal wieder. Ja, das hier ist alles sozusagen nur Gerüstplatten. Dass wir hier ein bisschen in die Höhe kommen und so ziehe ich jetzt dann einfach auch die anderen Fensterchen zu. Ne? Die sind nochmal speziell, weil die Säulen hier natürlich auch nochmal nach hinten um eins versetzt sind. Deswegen ist der oberste, der Schließblock, sitzt so ein bisschen dazwischen. Das sieht man jetzt hier gar nicht so sehr. Ah, doch, vielleicht hier zu meinen Füßen. Ja, das ist, sieht ja so ein bisschen schief aus, aber das muss halt so sein. Ne? Weil ihr seht ja, ich kann das nicht ganz... Die liegen nicht parallel zueinander, ne? Also deswegen, ja, genau. So, jetzt nehmen wir die Sandsteinblöcke und ich baue jetzt hier nochmal wie so eine Art Dachkonstrukt. Und ja, es ist so, wie es aussieht, auch in meinem Gefühl gewesen. Ich war mir total unsicher, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Aber wir müssen ja irgendeine Form von Überdachung machen. Und ich habe immer noch das Trauma zu verarbeiten, was ich bei meinem ersten Dach hatte. Spoiler-Alarm, zum Schluss ist mir das, glaube ich, gar nicht so schlecht gelungen, mit richtigen Dachflächen zu arbeiten, denn die werden wir noch einarbeiten, aber das hier war wirklich über das gesamte Gebäude hinweg eine ganz schöne Herausforderung. Also vor allem, weil ihr auch hier, ich habe wahnsinnig viel nicht mitgefilmt und ich habe noch viel mehr rausgeschnitten. Also ich habe Stunden irgendwelche Klötzer hier aneinander gebaut und das immer alles gut hinzukriegen, da muss ich sagen, da freue ich mich auf Nightingale mit der Ego-Perspektive, denn das fehlt mir hier total. Ne? Ich komme durch diese, das kommt hier gar nicht so wieder, aber diese Blöcke wirklich ordentlich aneinander zu positionieren, ist manchmal so schwierig gewesen. Und da ist man eher einfacher gekommen, wenn man ja, Einzelblöcke gesetzt hat, auch wenn es länger dauert. Ich habe später innen bei den Treppen nochmal einen kleinen Trick. Da gehe ich dann nochmal drauf ein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und hier gibt es jetzt aber erstmal noch eine kleine Zwischenebene rein. Einfach auch, weil, ich weiß nicht, es habe ich auch viel rausgeschnitten, aber wie oft ich beim Bauen abgesegelt bin. Und dann ist es immer so, mir ist aufgefallen, ne, manchmal fehlen so zwischendrin in den Gebäuden Blöcke. Dann liegt das daran, wenn ich den Hammer in der Hand hatte, abgestürzt bin und dann habe ich natürlich die Leertaste gedrückt, um irgendwie in den Gleitermodus zu gehen und dann mit rechter Maustaste abgebrochen. Aber dann hat er sozusagen den Gleitmodus abgebrochen und gleichermaßen irgendwo einen Stein entfernt. Naja, so, hier seht ihr jetzt mal den ersten Versuch mit den Fenstern. Ich hatte das nicht durchgezogen, da habe ich bloß zwei Reihen drin. Ich habe aber schon einen Haufen Materialien gefarmt. Ich weiß noch nicht, ob es reichen wird, das müssen wir mal gucken.
Aber ich habe viel Eisen gefarmt, ich habe viel Sand gefarmt, ich habe viel Bäume gefarmt, weil wir brauchen Kohle, Eisen und Glas dafür. Und wir schauen mal, was das wird. Aber das war so auch so eine Idee, wo mir aufgefallen ist, tatsächlich, nee, ich muss ja nicht die Fenster einzeln setzen, ich kann die auch am Stück setzen. Dann habe ich auch größere Fenster und durch die kann man auch ein bisschen durchgucken. Gibt sicherlich, könnte ich mir noch schönere Blöcke vorstellen, aber geht erstmal. Ne, und hier fangen wir jetzt an den Treppen, so wie wir es unten gemacht haben. Ganz genau dasselbe Spiel. Das heißt, es geht einmal hier an den Rändern überall stufenweise nach oben. Einmal die normalen Sandsteinblöcke, nenne ich es jetzt mal. Das ist glaube ich, Wüstenmauerblock oder irgend so ein Krimskrams und unterscheide das natürlich immer mit den Tempelblöcken. So. Und hier kommt jetzt ein Step, ich sag das gleich vorweg, das ist ein temporärer Step. Ich dachte erst, es bleibt und wollte das hier innen so ein bisschen wie zubauen. Ne? Dann seht ihr das hier mit diesen ganzen Platten. Und ihr werdet, ich glaube, das ist im, also in echt ist das, war da ein großer Zeitraum dazwischen, weil ich lange an dem Dach geschraubt habe. Und in echt ist es dann aber, im Video ist es dann irgendwie, kommt es dann irgendwie gleich schon, dass ich den Kram wieder wegreiße. Ne? Ich verliere dann einfach gleich einfach nochmal ein paar Worte dazu. Es ist, hat mehrere Gründe gehabt. Jetzt ziehe ich es erstmal hoch und es war für mich tatsächlich so, dass ich gesagt habe, oh, ich war mir unsicher. Ne, ihr seht das hier, ich gucke jetzt gerade von außen aus so ein bisschen kritisch drauf, weil ich mir wegen dem Look nicht ganz im Klaren war, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ja, aber hier kann man erstmal gut mit diesen Wänden ansetzen, sodass ich irgendwie ein geschlossenes Konstrukt hinbekomme. Ja, das war hier so mein Ziel und ihr seht, ne, wenn ihr hier an der Stelle steht und ihr wisst, ihr müsst dort weiterbauen und ihr habt schon ganz schön gefriemelt, dann habt ihr ein bisschen die Schnauze voll. Also das ist tatsächlich echt anstrengend gewesen. Und hier um den Ecken muss es natürlich auch irgendwie zugehen. Habe ich auch ein paar Versuche gebraucht, bis ich da so mein Schema hatte. Ich weiß auch definitiv, also zu 100% sicher, dass ich überall in den Ecken kleine Fehlerchen drin habe. Also es ist nicht, ja, wie hier am nicht gespiegelt gebaut, es ist nicht symmetrisch, es ist wirklich hundeschief, die Bude, es fehlen hier und da Blöcke. Ich habe teilweise sogar wirklich, ich glaube, die eine Säule auf der einen Seite ist, die hinteren Säulen sind, ich kann das gerade schlecht beschreiben, ne? Ich habe auf der Vorderseite die nach, nee, ich glaube, das lässt sich gerade schlecht beschreiben, auf alle Fälle habe ich ja immer ein großes Fenster und zwei kleine Fenster und auf der einen Seite, wo gegenüber keine Fenster sind, das ist alles schick und auf der Seite, wo es nach hinten geht, genau hier rechts, diese Fensteröffnung, die ihr gerade gesehen habt, die ist um eins höher, weil die Säulen eins weiter auseinander sind. Es ist wirklich verrückt, so hundeschief ist diese Bude, aber es fällt halt nicht auf, weil so viele Details da drin stecken. Und also da sind hier und da sind überall klitzekleine Fehlerchen drin. Naja, ihr habt jetzt im Schnelldurchlauf gesehen, wie ich einmal hier diese Ecken zugepflastert habe. Um einfach in der Form eines geschlossenen Raumes zu erzeugen. So quasi wie so ein innenliegendes. Und jetzt versteht ihr auch mehr und mehr, warum ich sage, es geht eher schon fast in Richtung Kirche und weniger, also Tempelkirche. Naja, es sind ja beides ähnliche Gebäude. Ne? Also, na klar, ein Tempel sieht anders aus und der untere Part ist mehr Tempel und der obere Part ist halt mehr Kirche. Im Endeffekt ist es halt einfach ein großes, prachtvolles Gebäude. Sagen wir es mal so, ne? So, und hier haben wir jetzt die erste Ecke, die ich so ein bisschen zubaue. Und ich finde das Ding schon irgendwie cool. Es sieht beeindruckend aus. Aber ich bin immer noch nicht so ganz 100% happy mit dem Look. Vor allem mit dem unten. Wobei ich mich Stück für Stück mehr und mehr damit anfreunde. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann nach oben entwickeln wird. Ne, es ist Part 2, aber ich sage es auch gleich vorweg. Es ist nicht der finale Part. Also wir werden hier noch einen dritten Part brauchen, denn es wird noch ein bisschen was zu bauen geben. Ich will noch einen zentralen Turm oben in die Mitte haben. Ne? Und da wird es dann natürlich auch so einen gemütlichen Raum geben. Ich denke mal, wir werden da ein bisschen unser Bettchen reinzimmern und so und uns dann gemütlich machen. Werden wir mal schauen. Ne? So, hier seht ihr jetzt mich mit Steinziegeldachblock rumfummeln. Und dann baue ich sozusagen die Schrägen erstmal zu. Das war so mein erster Try, wo ich gesagt habe, okay, das kann man, diese Ecken, diese flachen Ecken kann man dadurch ein bisschen kaschieren. Das habe ich jetzt hier kurz drin gehabt. Später kommt noch ein bisschen mehr zum Thema Dach. Und ja, genau, hier bauen wir jetzt hinten zum Berg zu. Genau, dieses Fenster, was wir hier links haben, das ist nämlich ein bisschen breiter als das, was vorne auf der anderen Seite ist. Ich glaube, zwei Blöcke müssten es sein. Es ist zwei Blöcke breiter.
Und dadurch ist es auch 2 Blöcke höher. Aber fällt halt nicht auf. Ja. Ist da alles total entspannt. Genau. Und hier gehe ich wirklich dann pragmatisch vor jetzt zum Schluss. Ich versuche nicht mehr viel mehr Kreatives auszudenken, sondern versuche eher meine Lücken kreativ zu füllen. Ne? Also es ist wirklich so, ich habe dann hier auch überlegt, ihr seht, das ziehe ich jetzt hier gerade ein bisschen nach innen fort. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht das miteinander, ne? Wenn wir jetzt die eine Seite des Fensters überdachen bis zur anderen Seite rüber, dann würden wir da ja, ne, wie so ein Dachgiebel, also wie so einfach oben den First hinbekommen. Und das passt auch und das kriegt man sicherlich auch schön zu, habe ich mich aber dann irgendwann dagegen entschieden. Ja, hier seht ihr jetzt, wie ich Wände wegreiße und das einfach nochmal ein bisschen anpasse. Ne? Ich habe jetzt alle Überdachungen bei den Fenstern zu und habe mich dann dazu entschlossen, das einfach nochmal ein bisschen anzupassen. Genau, jetzt kommen die temporären Blöcke weg und jetzt füllen wir das hier alles aus mit diesen Palmholzblöcken. Und machen da jetzt eine Etage rein. Ne? Das wird erstmal so eine Zwischenetage, denke ich. Und ja, genau, jetzt reiße ich hier oben diesen ganzen Krempel da bis zu dieser Stelle wieder weg. Ne, damit wir hier gut durchkommen. Genau, einmal alles rein. Und dann filmen wir bis zu diesem Punkt, wo da dieser mittlere Teil anfängt, da werde ich jetzt sozusagen das Dach durchziehen und werde das dann da abschließen. Und unten reißen wir einfach alles wieder auf. Ne? Das bleibt nicht ganz offen, ich werde das wieder zubauen, aber mit anderen Blöcken und ein bisschen versetzt. Ja, also ihr werdet gleich denken, hä, was macht denn der sozusagen? Ne? Er reißt wieder weg, er baut es, reißt es wieder weg, baut es wieder hin. Aber das war schon alles so noch mal ein bisschen bewusst, weil mir hat es einfach nicht gefallen. Ja, und auch das, was ihr hier gerade seht, die Treppe, die ist tatsächlich nur temporär. Also das ist eine Holztreppe, ja, das sieht schon final, ich habe das erst überlegt. Aber mir fiel dann auch auf, dass das nicht passt. Das ist kein schöner Abschluss, dort einfach die Treppe, die wir so schön in diesem Tempel-Style gebaut haben, dann jetzt hier so zu unterbrechen. Deswegen habe ich dann ganz bewusst auch irgendwann gesagt, ich reise es wieder weg. Hier allerdings habe ich die Fenster unterbrochen mit einer Etage, weil ich das irgendwie cool finde, wenn man da so, ne, ich stelle mir vor, so in diesem Fenster oben unter dieser Dachschräge irgendwie, keine Ahnung, auf seiner kleinen Bank zu sitzen, zu chillen und die Sonne zu genießen. Das ist so das, wo ich mir gedacht habe, ja, das fühle ich. Von daher habe ich mich dann dazu so entschieden. Genau, und hier machen wir jetzt auf der Hinterseite, irgendwie muss ich es zukriegen zum Berg. Also ich habe keine Ahnung, ne? Ich habe das jetzt mal noch nicht so, wir können da in den Berg reingehen irgendwann, aber im Moment will ich in irgendeiner Form einen kleinen Abschluss finden und dann später können wir das noch ganz bewusst irgendwie in den Berg laufen lassen, vielleicht noch Häuschen drauf machen. Hängt für mich wirklich ganz, ganz stark davon ab, auch wie sehr wird mich jetzt Nightingale fesseln, ne? Wie viele Projekte werden jetzt hier zeitnah noch kommen? Perspektivisch wird es mit Enshrouded definitiv weitergehen, denn es ist ein unheimlich faszinierendes Bausystem und es ist einfach wie Lego. Ne? Also es ist, der Kreativität sind ja wirklich nahezu keine Grenzen gesetzt und das fasziniert mich so. Ne? Aber es fehlt halt ein bisschen was drumherum und da bin ich mal gespannt, was sie draus machen. Ne, diese Motivation, warum soll ich bauen? Ich bin nicht der Typ für einen Creative Mode. Ne? Selbst wenn es einen Creative Mode gibt, also ne, das würden jetzt wahrscheinlich viele nicht denken, weil es gibt ja so wahnsinnig viele Spieler, die spielen Minecraft und Co. in diesen Creative Modes einfach nur, um zu bauen und zu bauen und zu bauen. Und ich bin nicht dieser Typ. Ich bin ein absoluter Kompromissspieler. Ich möchte gern was bauen, was ich mir aber auch erarbeitet habe. Ne? Ich möchte farmen. Ich möchte ganz bewusst sozusagen arbeiten für das, was ich baue. Ne? Und hier seht ihr jetzt eine Technik, das habe ich vorhin angesprochen. Ne? Ich mache hier eine Umrandung und ich nehme diesen Block und lasse das einfach überragen. Damit komme ich wunderschön um die Ecken. Und das wird richtig cool, wenn wir dann den anderen, den Wüsten-Tempel-Block nehmen, der ja so ein bisschen noch weiter ist. Da habe ich mich immer schwer getan, da richtig einen Ansatz zu finden. Ne? Und vor allem hier auch, das ist so schwer, manchmal in die Ecken reinzugehen. Und das macht mir das Leben gerade so viel leichter. Keine Ahnung, da bin ich durch Zufall drauf gekommen, das mal zu probieren. Und
Seed ist so wahnsinnig simpel, ne? Klar, ihr müsst die Schrägen muss man natürlich irgendwie draufzimmern. Das kriege ich so nicht mit der Technik abgedeckt. Ja, da muss ich drum rum, also das wäre jetzt noch gegangen, aber hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, ne? Das ist eigentlich ein komischer Block und ja, ich habe mich damit schwer getan, ihn immer zu setzen, aber so lässt er sich richtig, richtig gut verarbeiten. So, jetzt musste ich kurz abschweifen, um euch das wenigstens zu erklären. Genau, baue jetzt hier währenddessen mal die Treppe, eine neue Treppe nach oben. Ne? Das Holz, ist, was provisorisch war, ist wieder weggerissen. Und gehen wir nochmal weiter drauf ein. Also, ne, wie gesagt, ich mag mir das gerne erspielen. Und da fehlt mir aber momentan die Motivation. Ne, in Minecraft war es irgendwie der Nether. Da ist man reingegangen und hat da halt seine Materialien gefarmt und alles Mögliche. Und da war man so lange beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, dass es in Nightingale, da bin ich mal gespannt, noch mit den Karten, mit den anderen Welten sozusagen, mit diesen Reisen, irgendeine Form von Motivation gibt. In Ark war es ja immer die Jagd nach den Dinos, ne? Immer noch bessere Dinos, noch irgendwie dann Wyvern zähmen und hast du nicht gesehen. Also es gab sozusagen in diesem Endgame noch mehr Beschäftigung. Hier ist ja, wenn man alle Blöcke hat, ist man ja im Endgame. Ne? Man bräuchte hier noch irgendwas, was einen länger beschäftigt. Meinetwegen, ich weiß es nicht, was wäre ein Beispiel? Ne, irgendeinen ultraschweren Boss oder ein paar Bosse, die man immer wieder besiegen kann, irgendwelche Events, die immer wieder auftauchen, wo man irgendwie sein Gear noch, es gibt ja ein Gear-System, ne, wo man das immer noch verbessern kann, um noch krassere Bosse zu legen, was aber eine sehr, sehr zähe und lahme Progression hat und wo aber der Basenbau einen noch irgendwie unterstützt. Ne, es gibt so ein komplexes Crafting-System, warum das nicht irgendwie noch ein bisschen nutzvoller zu sagen, ich brauche eine coole Basis mit allen möglichen Sachen, ne, diese Crafting-Ecken, aber muss sie auch alle anwenden, um irgendwie mich da vorwärts zu kämpfen. Naja, wir lassen uns mal überraschen, was noch kommt. Es ist ja ein Early Access, ne? Bleib dabei. Ich fange da auch nicht an, ich bin nicht der Typ, der da rumnörgelt, mag ich gar nicht. Ich genieße das ehrlich gesagt und bringe nur meine Ideen so mit vielleicht einfach nochmal rüber. Ja, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein Shrouded spielt, ob ihr wo ihr festhängt, ob ihr eher Storyplayer seid, ob ihr eher guckt, weil ihr selber gerne baut und wie lange ihr noch spielen werdet. Ich habe jetzt hier über 100 Stunden in dem Game tatsächlich. Und denke, da kommt auch noch ein bisschen, also auf alle Fälle mit neuem Content Zeit dazu. Ist ein wahnsinnig tolles Spiel, werde ich dran festhalten. Ne? Aber im Moment ist auch da, ne, ich komme an den Punkt, ich habe Bock auf Bauen, aber mir fehlt dieser Abenteuer-Entdecker-Effekt, den ich am Anfang hatte. Der geht natürlich langsam flöten. Ja, hier seht ihr jetzt einfach nochmal vielleicht zum Abschluss so ein paar Chromsäulen in der Mitte vom Treppenhaus, wo ich dann auch so ein paar Chromleuchter angebracht habe. Ziemlich coole Geschichte. Gefällt mir, wenn da jetzt ein bisschen Licht drin ist, wirkt es natürlich gleich viel harmonischer. Ne? Wir gehen wieder zum Schluss nochmal ins Game und werden uns das dann alles live angucken. Aber vorher machen wir jetzt noch ein kleines bisschen Dach drauf. Ich will mal gucken, ich habe ja bei mir gerade im Premiere Pro den Schnitt dann zum Schluss offen gelassen. Aber bis dahin sind es noch ein paar Minütchen. Und genau, da werden wir jetzt noch Dächer platzieren. Ne? Einmal sozusagen hier am Rande. Ne? Ganz gechillt, einmal so halbwegs bis oben hin. Dass wir die Ecke dicht haben. Ne? Und ihr seht das, ne? Diese dunklen Steinziegeldachblöcke. Dann haben wir die Brunnenbaublöcke, die auch nochmal ein bisschen eine andere Optik haben. Und wir haben dann die Sandsteinblöcke auch in zwei verschiedenen Optiken. Einmal in den Tempelblöcken und einmal dann in den Stadtmauerblöcken. Das sind nicht die schönsten Kontraste. Wenn wir jetzt rein das mal aus gestalterischen Aspekten ansehen, ist das Farbschema nicht ganz 100% schlüssig. Ist mir bewusst, ich probiere ja aber letztlich rum. Ne? Das ist das zweite, eigentlich erst, also es ist wirklich tatsächlich das zweite Gebäude, wo ich echt mit viel Liebe rangehe und versuche irgendwas Schönes zusammenzuschrauben. Und da ist es für mich okay, wenn Fehler drin sind. Ne? Auch wenn das Gebäude so aufwendig war, aber ich baue ja auch
des Bauens wegen. Natürlich gucke ich es mir gerne an und natürlich ist es umso schöner, wenn ich dann das Gebäude auch nutzen kann. Ne, ich bin nicht ein Typ, der sich ein Auto kauft, um sich es nur anzugucken. Ich will damit fahren. Und genauso ist es hier natürlich auch. Ich will ein Gebäude bauen, was ich nutzen kann, wo ich reingehen kann, wo meine ganzen Trophäen hängen, wo meine Homies sitzen und ich sozusagen das Crafting betreibe oder dieses oder jenes mit einbringen kann. Das ist für mich eine Basis. Ne, aber sie soll trotzdem schön aussehen. Das gehört für mich dazu, weil ich mich dann einfach ja aufgehoben fühle. Ne? Also für mich ist da der Aspekt aber ganz, ganz klar, trotzdem in der Mitte nicht nur bauen, sondern eben auch erleben, Welt entdecken und spielen und auch ein bisschen Herausforderungen haben. Dieser Kompromiss muss es halt eben sein. Ja, jetzt habe ich gerade innen noch ein bisschen die Überlappung weggerissen und jetzt gibt es wieder ein bisschen ja, kleines Konstrukt für gucken von außen, ne? Wie sieht's aus, wo kann man noch ansetzen? Und ja, jetzt geht es hier nochmal an einer anderen Stelle so ein bisschen ins Dach und dann werden wir auch wieder ein bisschen die Überlappung bauen. Da müssen wir noch ein bisschen zumachen. Ja, auch das ein aufwendiger Prozess. Ne? Aber ihr seht, ich komme langsam mit diesen Dachblöcken, auch mit den Einzeldachblöcken etwas besser zurecht. Ihr braucht halt immer irgendwie eine Art Grundlage und auch mit den kleinen Teilen müsst ihr euch zumindest eine Art... Ja, wie soll ich sagen, eine Art Grundgerüst vorbauen. Ne? So ungefähr, dass ihr einen kleinen Faden habt, an den ihr lang klettern könnt. Ja, hier decken wir oben wie so einen kleinen Ringanker nochmal mit den Brunnenbaublöcken ab. Ne? Und ich überlege tatsächlich dann mit den Tempelbaublöcken drüber zu gehen. Das müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht, vor allem auch mit dem anderen Dach. Ja. So, und hier kommen wir jetzt nochmal in den Part. Ich habe dann nämlich auch mich entschieden, diese anderen Dachbereiche zuzumachen. Ne, und das ist jetzt echt ein Experiment. Das ist echt spannend, aber ich denke, ich werde das so lassen. Wenn es mich irgendwann total annervt, kann ich es ja wieder wegreißen. Ne? Baue das hier sozusagen so ein bisschen zu und das machen wir auch auf der anderen Seite. Ne, muss man irgendwie natürlich ein bisschen gucken, wie weit geht man da ran und nicht. Und ja, das ist jetzt sozusagen nochmal der letzte Step im Timelapse. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das wie gewohnt natürlich nochmal live in-game an. Und dazu springen wir vom Timelapse in die Realtime und schauen uns das an. So, Freunde des eckigen Steinchen-Looks, da sind wir in-game und gucken uns den ganzen Bums nochmal in einer kleinen Roomtour an. Ja, ich stehe jetzt hier unten im Erdgeschoss, ne? Ihr seht das jetzt schon. Aber wir können ja erstmal hier unten anfangen, ne? Also es wirkt schon doch deutlich, deutlich gemütlicher, ne? Also so diese Parts, ich habe hier mal einen Baum noch weggerissen, einfach um das ganze Ding mir von außen betrachten zu können. Ich habe hier drüben stehen wahnsinnig viele Bäume und hier sind auch die ein oder anderen Sträucher noch mit verbaut, ne? Ich finde es ja echt cool, wie das hier unten geworden ist. Auch, ne, so mit dieser Höhle und da ist ja auch noch echt viel Potenzial, ne. Ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Folge haben uns das mal ein bisschen grob angeguckt. Da war ja ein Teil schon fertig. Hier kann ich durchlunzen, sehe ich gerade. Das ist ja verrückt. Da ist noch ein Loch drin, ist mir von oben gar nicht aufgefallen. Genau, ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal, Treppe hier ist auch geil. Wir gehen mal hier hoch, ne? Wir gucken uns das mal von allen Ecken und Enden jetzt mal so ein bisschen an. Alles so meine kleinen Aussichtspunkte, um mein Building einmal hier einschätzen zu können. Komme ich hier eigentlich hoch? Ne, das geht nicht. Da müssen wir mal einen wegmachen. So, dann können wir uns das von hier angucken. Ne, so sieht das ganze Teil jetzt hier aus der Perspektive, ne? Hier ist natürlich auch noch so ein bisschen Gerüstzeug drauf. Man sieht auch, dass das Dach... Ja, mehr oder minder. Ne? Es sieht wie ein geschlossenes Dach von der Seite aus an den Stellen. Ich denke, ich muss das durchziehen. Und es ist, finde ich, es könnte höher sein. Ne? Es wirkt jetzt für mich mittlerweile auch eher wie eine Villa, wie so ein Haus. Oder eben wie so eine kleine Kirche, wenn wir da noch einen Turm drauf haben. Und weniger wie ein Tempelgebäude. Aber ich habe, ja... Ihr wisst ja, ich habe ja auch keine Ahnung. Ne? Ich baue hier einfach drauf los, ohne irgendwie einen Plan zu haben, was dann dabei rauskommen soll. Aber hier drin, das sieht schon echt beeindruckend aus. Ne? Hier braucht es hier und da natürlich noch mal ein bisschen Beleuchtung. Aber vor allem jetzt dieser Part hier. Also das so mit diesen Lichtern, das ist schon echt schnieke geworden. Hier und auch mit diesen ganzen
Bronzesäulen und so, das ist schon auch wirklich, wirklich cool. Ne? Also da fühle ich mich schon wirklich wohl. Das ist echt eine schicke Sache. Und genau, hier haben wir jetzt diesen halboffenen Zwischenbereich. Ne, da können wir hier durchlaufen und ich finde, das sieht schlüssig aus. Und das ist, was ich meine. Es ist eigentlich völlig egal, wo wir uns bewegen. Ne? Weiß doch kein Schwein, ob da jetzt hier ein Block zu viel oder zu wenig ist. Ne? Ihr habt gerade gesehen, den einen habe ich weggerissen. Ich glaube, der gehörte da nicht hin, weil da einfach so viele Details auch überall drin sind. Auch ob hier jetzt so eine Säule, ich glaube, hier geht es mal bis zur Hälfte rein, dann auf der anderen Seite mal nicht. Ah, das sieht kein Mensch. Von daher, ach, da habe ich mir dann auch dann irgendwann gesagt an einer gewissen Stelle, es ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Ne? Hauptsache, das Ding wird irgendwie fertig und ich finde, es sieht cool aus und von innen gefällt es mir richtig gut. Und ja, das ist, denke ich, die Hauptsache. Ne? Und da haben wir an der Etage ganz schön viel gewerkelt. Und jetzt geht natürlich noch die Treppe bis hoch. Und da sehen wir mal, wie viele Treppen und diese ganzen einzelnen Ecken und Kanten und so, also so viel Kram hier drin und allein die Treppen haben echt, waren Stunden von Arbeit, es ist schon echt krass und ja, jetzt sind wir hier oben und dann haben wir hier jetzt eine schöne Etage, diese Platten hier drauf, da weiß ich noch nicht, die werden wahrscheinlich wieder wegfliegen, ich bin mir auch bei den Säulen noch nicht ganz 100% sicher und wo ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, ich muss mal kurz überlegen, genau, hier haben wir jetzt die Ecken einmal eigentlich ganz gut zu. Ne, das schließt hier ab und hier haben wir jetzt dieses Dach, was wirklich so komplett rumführt. Und hier sieht man wieder teilweise die Kanten zwischendrin, manchmal nicht. Naja, wir müssen das mal beobachten. Und hier oben seht ihr jetzt sozusagen das noch durchgehen. Wir werden hier aber nochmal eins draufsetzen, im wahrsten Sinne. Das wäre dann der folgende Plan. Und dann gehen wir nämlich mit den Steinchen hier mit den Tempelblöcken dann oben drauf. Ich denke, so in der Form wird es irgendwie werden. Da müssen wir mal gucken, wie ich das komplett umsetze und vor allem auch so, dass es passt. Ne? Denn wir haben halt einen anderen Look. Wir haben deutlich einen anderen Look bei den Steinen. Oder ob ich dann die anderen Steine nehme, das weiß ich noch nicht. Ne? Was ich mir für die Dächer hier vorstellen könnte, ist, dass wir tatsächlich diesen Dachlook durchziehen. Und das meine ich jetzt in der Form, dass ich sage, es gibt ja ein paar Varianten. Ne? Wir könnten zum Beispiel einfach so mit diesen Dachsteinen, das ist eine kleine Fleißarbeit, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ne, der baut das hier runter. Und dann ziehen wir das einfach durch. Der wird an einer gewissen Stelle wird er einen Versatz reinmachen. Das werden wir gleich feststellen. Ich muss halt nur mir angewöhnen, dass ich gucke, ne, hier ist jetzt dann der Versatz drin. Ich weiß gar nicht, welcher das hier ist, doch. Ah, baut das da hier nur zu im Hintergrund, ne? So, und so zieht man das dann vom Prinzip einfach durch. Ne, ich weiß auch gar nicht unbedingt, ob ich hier jedes Mal... Ah, das braucht es nicht. Vielleicht reicht auch einfach... Nee, das reicht nicht. Seht ihr das? Also ich muss hier tatsächlich das Dach durchziehen, damit das da Sinn macht. Und dann kann man das so ein bisschen in der Form durchziehen. Finde ich auch nicht so schlimm. Weiß gar nicht, ob ich hier unten Dach durchziehen könnte. Passiert, wenn wir hier sagen... Machen das mal einfach über die drei Zeilen hier. Ja, da ist passiert nichts, ne? Da seht ihr einfach nur sozusagen, ne? Dann baut er das da oben zu und hat dann dieses Holz außen drum. Ah, weiß ich noch nicht. Vielleicht verkleidet man auch einfach mit dem Tempelblock. Das muss man sich dann echt mal überlegen. Jetzt habe ich irgendwo Dach weggerissen.
Wand meine ich. So, wieder Wand rein. Oder man müsste diese ganzen Blöcke hier ersetzen. Das wäre dann nochmal Plan B. Da lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen. Ne? Also ihr könnt gerne auch mal ein bisschen Bezug noch drauf nehmen und gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr machen? Ne, ich bin immer noch offen, was das angeht. Weiß nicht, wie ich es machen soll. Und ja, aber ich glaube, so sieht es kacke aus. Wenn das immer wieder so eine Abstufung hat, sieht es auch kacke aus. Ich glaube, wir ziehen das bis oben hindurch. Vielleicht nehme ich einfach die Tempelblöcke und setze nochmal eins drauf. Ja, weil die sind schon für außen schöner. Innen finde ich den Sandstein-Look schöner, weil der einfach cleaner ist. Und außen finde ich aber den, es sind ja beide Sandsteine, aber außen finde ich den rötlicheren, wärmeren Tempel-Sandstein-Look schöner in den cleaneren. Also es ist wirklich so ein Ding, wo ich mir sage, muss ich mir überlegen. Ne? Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass ich es dann außen nochmal, wie sieht das aus, wenn ich das hier überdecke? Eins nach vorn. Ah, es sieht ein bisschen behindert aus, ne? Also vor allem so in der Ecke. Nee, das geht gar nicht. Also das kann ich auf jeden Fall nicht machen. Da müsste ich hier wirklich alles ersetzen. Ne? Diese ganze komische Mauer. Ich glaube, das werden wir nicht machen. Mal gucken. Wir werden uns schon irgendein System einfallen lassen. Ich würde sagen, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ne? Man kriegt gar nicht so richtig das ganze Gebäude wirklich sinnvoll hier drauf, um mal richtig drauf zu gucken. Ne? Das klappt irgendwie nicht. Und bleibt halt einfach noch ein bisschen rohbautechnisch, aber naja, wir lassen uns mal überraschen. Also, bis denne. Tschüss.